Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video führt Sie ein in die Web Content Accessibility Guidelines 2.1, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Das Web setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Und die Frage ist, welche dieser Komponenten sind jetzt betroffen bzw. verantwortlich, damit das Web barrierefrei ist? Wir haben in der Mitte den Content, also den Webinhalt, Inhalt einer Webseite. Das können Texte sein, grafische Elemente, Animationen, Audioclips oder Videos, die hier in eine Webseite eingebettet sind und durch Markup-Code miteinander verbunden sind und strukturiert sind. Dann hin zum Benutzer, der hier als User bezeichnet ist, gibt es Webbrowser und Media Player oder auch Plugins dazu, und in den WCAG wird das als Benutzeragenten bezeichnet. Das sind also Programme, durch die der Benutzer den Webinhalt betrachten bzw. anhören kann. Und dann gibt es noch davor geschaltet assistive Technologien, also Hilfsmittel wie Screenreader, Vergrößerungssoftware, alternative Eingabegeräte oder auch Softwareeinstellungen für Tastatur, die dem Benutzer helfen, aufgrund von besonderen Situationen oder Behinderungen, den Webinhalt besser wahrnehmen zu können, beziehungsweise Eingaben besser machen zu können. Und dann gibt es natürlich den Benutzer selber noch, der auch seine Fähigkeiten, Erfahrungen, sein Wissen mitbringen muss, um Webinhalte wahrnehmen, verstehen zu können und selber auch Eingaben machen zu können. Auf der anderen Seite, wie der Inhalt entsteht, sieht man hier vom Entwickler aus gesehen, hier als Developer bezeichnet. Es gibt Authoring Tools, also Autorenwerkzeuge, oder Autorensysteme, die dem Benutzer helfen, Webinhalte zu definieren. Das können einfache Texteditoren sein, das können aber auch sogenannte CMS sein, Content Management Systeme, die im Browser laufen und auf Datenbanken basieren. Und dann gibt es noch Evaluationswerkzeuge, hier als Evaluation Tools bezeichnet, wie zum Beispiel HTML und CSS-Validatoren oder Accessibility Checker, die den Entwickler darauf aufmerksam machen, wenn irgendetwas falsch ist oder nicht stimmt oder irgendwelche Prüfkriterien nicht eingehalten werden. Und jetzt sehen wir, dass das eine lange Kette ist vom Entwickler über seine Werkzeuge hin zum Content, zum Inhalt einer Webseite. Dieser Inhalt wird irgendwo gespeichert auf einem Server und dann zur gegebenen Zeit dem Benutzer dargestellt, auch wieder mit Einwirkung verschiedener Werkzeuge. Und all diese Komponenten müssen zusammenpassen und müssen auf Barrierefreiheit achten, damit das Gesamtergebnis, das Benutzungserlebnis des Benutzers barrierefrei ist. Also ein Beispiel: Wenn ein Bild erstellt wird vom Autor, dann muss dieser eine Textbeschreibung hinterlegen und das muss er angeben, das muss im Autorenwerkzeug über das Alt-Attribut eingefügt werden in den Code, das ist also dann Teil des Markup-Codes, wird gespeichert im Content. Das Evaluation-Tool, also das Evaluierungswerkzeug, muss prüfen, ob es wirklich vorhanden ist, und wenn nicht, dann muss es den Entwickler darauf aufmerksam machen. Nun ist es also hier im Content, und wenn der Benutzer es betrachten will, dieses Bild, dann wird eben auch der Alternativtext mitgeladen, und der wird geladen durch den Browser und aber vom Browser zunächst mal nicht dargestellt, sondern nur über das Hilfsmittel. Nehmen wir an, der Benutzer hat einen Screenreader, weil er blind ist. Dann wird dieser Screenreader aus dem Browser heraus
den Text der Alternativbeschreibung aus dem Alt-Attribut holen und dem Benutzer vorlesen. Der Benutzer muss wissen, dass es eine solche Textbeschreibung gibt, und das Hilfsmittel muss auch wissen, wo es zu suchen ist. Also es ist das Alt-Attribut, nicht irgendein anderes Attribut, und das muss einfach festgelegt sein. Deswegen brauchen wir Standards, damit all diese Komponenten zusammenarbeiten. Und das mit dem Alt-Attribut war nur ein Beispiel für viele Maßnahmen, die getroffen werden müssen, damit eben Webinhalte barrierefrei sind. Es gibt vom W3C drei Standards, die sich um dieses Thema kümmern. Zum einen auf der Seite der Entwickler die sogenannten Authoring Tool Accessibility Guidelines. Das sind also Richtlinien, die definieren, wie Autorensysteme beschaffen sein müssen, damit sie barrierefrei sind und auch barrierefreien Code erzeugen. Also es geht darum, dass Entwickler solche Werkzeuge benutzen können, auch wenn sie Behinderungen haben, dass also die Werkzeuge selbst barrierefrei sind zu ihrem Benutzer hin, und zweitens, dass sie auch barrierefreien HTML, CSS-Code und so weiter erzeugen und dem Entwickler helfen, eben die Webseiten barrierefrei zu machen, die von ihm entwickelt werden. Dann gibt es die User Agent Accessibility Guidelines. Also User Agent, das ist ein Benutzeragent bzw. ein Webbrowser oder ein Media Player. Und diese Richtlinien beschreiben, wie Entwickler vorgehen müssen, damit die von ihnen entwickelten Browser und Media Player barrierefrei sind. Das heißt, dem Benutzer eine barrierefreie Oberfläche bieten und auch den Benutzer darin unterstützen, Webseiten barrierefrei zu erfahren. Und dann gibt es noch die Web Content Accessibility Guidelines, die jetzt in der Mitte sozusagen die Brücke bauen zwischen Entwickler und Anwender und die jetzt definieren, wie das auf einer Webseite im Code aussehen muss, damit Barrierefreiheit gewährleistet ist. WCAG ist also das Zentrum dieser drei Richtlinien und wir konzentrieren uns hier auf WCAG. Übrigens, WCAG wurde im letzten Jahr, ungefähr vor einem Jahr, Juni 2018, revidiert und liegt nun vor in der Version 2.1. Und diese Version wurde auch vom europäischen Gesetzgeber inzwischen aufgegriffen und ist auch im deutschen Gesetz verankert. Ich gebe Ihnen hier in diesem Video einen Überblick über die Struktur von WCAG 2.1. Das ist die gleiche wie bei WCAG 2.0. WCAG setzt sich zusammen aus einer dreistufigen Hierarchie. Das sind vier Prinzipien. Und dann hier Prinzipien, dann darunter Richtlinien, jeweils eine oder mehrere Richtlinien und jeweils darunter wieder die Erfolgskriterien, also Success Criteria. Und dann gibt es noch ein Kapitel zur Konformität, also was muss gelten, damit eben ein Dokument diese Richtlinien erfüllt. Es gibt aber auch begleitende Dokumente, nämlich die Techniques. Ich würde mal übersetzen Methoden, auch wenn manche andere das mit Techniken übersetzen, aber es geht hier eigentlich hier um ein Dokument, das wiedergibt, wie man die Erfolgskriterien erfüllen kann. Das heißt, es ist so eine Art Sammlung von Best Practices oder Patterns, Muster. Und zwar hinsichtlich verschiedener Technologien. Hier steht Browser and Assistive Technology Support Notes, Beispiele, Code, Ressourcen und Testprozeduren. Diese Techniques sind eigentlich mehrere Dokumente, aber werden der Einfachheit halber hier als ein Dokument dargestellt.
Und dann gibt es noch ausführliche Dokumente zu jedem Erfolgskriterium. Ein Dokument, das besagt, wie muss ich dieses Erfolgskriterium verstehen, für wen ist es gedacht, wer profitiert davon, worauf muss ich achten, wie kann ich das nachprüfen. Und alles zusammen wird zusammengefasst in dem Dokument How to Meet WCAG. Und das werde ich Ihnen gleich anschließend zeigen. Durch dieses Dokument, das interaktiv ist, können Sie Teile aufklappen, zuklappen, navigieren. Durch dieses Dokument haben Sie einen guten Überblick über alle anderen Dokumente. Und ich empfehle Ihnen, dieses Dokument How to Meet WCAG zu verwenden, wenn Sie wenn Sie mit WCAG arbeiten. Nochmal in etwas anderer Darstellung diese verschiedenen Ebenen von WCAG. WCAG 2.1 definiert Richtlinien für barrierefreies Webdesign, gliedert sich in insgesamt vier Prinzipien. Also die Anzahl der Kästchen hier entspricht nicht der genauen Anzahl der Prinzipien, sondern ist nur eine Andeutung. Es gibt mehrere. Es gibt insgesamt vier. Komme ich gleich noch dazu. Diese vier Prinzipien müssen alle eingehalten werden, damit eine Webseite barrierefrei ist. Und unter diesen Prinzipien gibt es jeweils wieder eine oder mehrere Richtlinien. Und auch hier gilt, es müssen alle Richtlinien eingehalten werden, um ein Prinzip zu erfüllen. Und unter jeder Richtlinie gibt es wieder ein oder mehrere Erfolgskriterien. Und auch hier gilt, alle Erfolgskriterien eines Prinzips müssen erfüllt sein, damit auch das Prinzip bzw. die Richtlinie erfüllt ist. Die Erfolgskriterien sind noch einmal eingeteilt in drei Stufen. Einfach A ist die minimale Konformitätsstufe, zweifach A die mittlere Konformitätsstufe. Sie wird zumeist vom Gesetz gefordert, auch in Deutschland. Und dreifach A ist die maximale Konformitätsstufe. Das ist dann auch anspruchsvoll, aber hat den meisten, den besten Nutzen für Benutzer mit Behinderungen, wenn man das anstrebt. Für jedes Erfolgskriterium gibt es jetzt sogenannte Techniques oder ich übersetze das mit Methoden. Diese Techniques sind aber nicht Bestandteil des normativen Standards, sondern die sind ausgelagert in separate Dokumente. Und da wird jetzt unterschieden zwischen ausreichenden Methoden, das heißt, wenn ich diese Methode anwende, dann weiß ich, ich bin auf der sicheren Seite, ich habe das zugehörige Erfolgskriterium erfüllt. Das ist so eine Art Pattern, Best Practice. Wenn ich das so mache, dann weiß ich, es funktioniert. Es gibt auch noch sogenannte empfohlenen Methoden und sind so eine Art Hilfsmethoden. Die können angewandt werden, sind auch empfohlen, aber es reicht nicht alleine aus, um das zugehörige Erfolgskriterium zu erfüllen, sondern es müssen eben noch zusätzlich auch andere Methoden angewandt werden. Es ist übrigens so, dass man auch einen neuen Weg finden kann, um ein Erfolgskriterium zu erfüllen. Man kann also sozusagen eine neue Methode dazu erfinden. Aber man muss natürlich dafür sorgen, dass dann alle Komponenten des Web, so wie wir das gesehen haben, auch entsprechend Bescheid wissen, um diese neue Methode zu unterstützen. Und dann gibt es noch sogenannte Fehlermethoden oder Defekte. Das heißt, das ist so eine Art Worst Practice, so bitte nicht machen. Und das ist wichtig für Tools zum Beispiel, wenn die entdecken, dass ein Muster eines Defekts vorhanden ist im Code, dann schlagen die Alarm. So sollte man es nicht machen. Also WCAG hat diesen langfristigen Kern von Barrierefreiheit in dem normativen Standarddokument mit Prinzipien, Richtlinien und Erfolgskriterien. Diese Kriterien sind überprüfbar durch Experten, einzelne auch durch automatische Werkzeuge, aber nur ein kleiner Teil davon ist automatisch überprüfbar. Man braucht immer noch Experten. Und darunter gibt es in zusätzlichen Dokumenten, die nicht zum Standard gehören, technologiespezifische Methoden,
für Technologien wie HTML, CSS, ARIA, client-seitiges Scripting oder server-seitiges Scripting, Smile, PDF, Flash und Silverlight. Es können neue Technologien dazukommen. Wenn neue Web-Technologien erfunden werden, ist es wahrscheinlich, dass sie dazukommen. Diese Methoden werden zum Teil auch von anderen Urhebern gepflegt als von W3C. Zum Beispiel PDF stammt ja von Adobe. Und nicht alle Methoden sind unter der Kontrolle des W3C, aber sie laufen dort zusammen. Technologien ändern sich schnell und deswegen hat man diese Methode nicht in den Standard hineingenommen, weil der Standard sehr lange braucht zu entwickeln und auch eine Revision dauert lange und man muss hier schneller reagieren können auf technologische Entwicklungen. Deswegen sind sie nur sogenannte Working Group Notes, die man schneller aktualisieren kann. Sie richten sich an Autoren und Werkzeughersteller und werden ständig überarbeitet und erweitert. Sie sind insbesondere wichtig für Werkzeughersteller, die Prüfwerkzeuge erstellen, für automatische Testmethoden. Da wird dann untersucht, ob ausreichende Methoden, also Best Practices, angewandt werden oder vielleicht auch Defektmuster zu erkennen sind, wo dann Alarm geschlagen wird. Und jetzt möchte ich Ihnen noch diese Quick Reference zeigen, und zwar im Original. Ich bin hier auf der Seite des W3C, How to Meet WCAG. Wenn Sie in Google WCAG Quick Reference eingeben, landen Sie hier. Man kann hier interaktiv bestimmte Filter setzen, Inhalte sichtbar machen und wieder unsichtbar machen. Hier gibt es eine Anleitung über dieses Tool und auch Links zu entsprechenden Dokumenten. Hier sehen Sie zum Beispiel dieses Understanding Techniques Dokument. Und hier ist der Link zu dem normativen WCAG 2.1 Dokument. Links habe ich einen Navigationsbaum, der jetzt die einzelnen Prinzipien, Richtlinien und die darunter gelegenen Erfolgskriterien auflistet. Wenn ich jetzt rechts entsprechend das Erfolgskriterium anschaue, zum Beispiel hier 1.1.1, Non-Text Content, Level A, dann kann ich auch eine ausführliche Beschreibung mir anzeigen lassen, dieses Erfolgskriteriums, und ich kann mir die Dokumente anzeigen lassen, die jetzt nicht zum Standard gehören, aber die eben zusätzlich wichtig sind, nämlich die Methodendokumente, Techniques und auch das Understanding-Dokument, damit ich besser verstehe, worum es hier geht. Das sehe ich hier rechts außen. Ich kann also auf diese Weise jedes Erfolgskriterium mir anschauen, aufklappen, zuklappen. Und ich kann jetzt auch filtern. Auf der linken Seite kann ich sagen, zeig mir bitte nur Level A und Level Doppel A. Level Dreifach A lass bitte weg. Da müssen Sie aufpassen, dann wird zwar rechts auf der Seite mit dem Text werden alle Erfolgskriterien mit Dreifach A weggelassen, aber links in dem Navigationsbaum sind sie weiter zu sehen. Ich kann auch sagen, mich interessieren nur die Muster für HTML und CSS, Entschuldigung, die Methoden für HTML und CSS, und die anderen kann ich wegmachen. Und dann wird es übersichtlicher, wenn ich mich nur für diese Methoden interessiere. Schauen Sie sich das in Ruhe an. Das ist das zentrale Dokument, um WCAG zu verstehen und auch anzuwenden. Es gibt im Moment für dieses Dokument keine offizielle deutsche Übersetzung, nämlich für die Version 2.1. Es gibt eine offizielle deutsche Übersetzung für 2.0, aber 2.1 hat einige Änderungen, insbesondere weitere Erfolgskriterien hinzubekommen. Für wen sind die Web Content Accessibility Guidelines eigentlich gedacht? Zunächst einmal ist wichtig festzustellen, dass WCAG sich
nur um solche Fälle kümmert, bei denen durch falsches Design Ungleichheiten, also Barrieren entstehen, und zwar zu Ungunsten von Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen, die das Web benutzen wollen. Also WCAG sorgt dafür, dass das Web für alle Benutzer gleichermaßen genutzt werden kann und keine Nachteile entstehen durch Behinderungen oder altersbedingte Einschränkungen. Es kümmert sich aber nicht generell um solche Fälle, bei denen durch schlechtes Design ein Nachteil für alle gleichermaßen entsteht, also durch schlechte Usability ganz allgemein. Das hat dann nichts mit Gleichberechtigung zu tun und deswegen muss da einfach ein Marktvorteil sich dann durchsetzen. Aber für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen muss ein besonderer Schutz gelten, sodass eben sie auch Webinhalte entsprechend einsehen, wahrnehmen und Webseiten bedienen können. Ich habe hier eine deutsche Übersetzung aus dem Vorwort heraus auf Basis der offiziellen Übersetzung von Aktion Mensch für die Version 2.0 und ich habe sie erweitert, sodass sie jetzt für 2.1 gilt. Die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte WCAG 2.1 decken einen großen Bereich von Empfehlungen ab, um Webinhalte barrierefreier zu machen. Also man spricht hier nicht davon, dass es komplett barrierefrei ist. Das gibt es eigentlich gar nicht per se, weil man, auch wenn man sich noch so sehr bemüht, immer auch Benutzer finden wird, die aufgrund einer schwerwiegenden Behinderung diese Webseite dann nicht mehr benutzen können. Aber wenn man sich an diese Richtlinien hält, dann hat man sozusagen einen Raum abgesteckt, der möglichst viele Menschen mit Behinderungen auch mit einschließt. Also man spricht dann im Sinne dieser Richtlinien von barrierefrei, auch wenn es streng genommen keine barrierefreie Webseite gibt, also eine Webseite, die für alle Menschen, egal welche Behinderung sie haben, ohne Probleme zu benutzen ist. Wenn Sie diesen Richtlinien folgen, dann werden Inhalte für eine größere Gruppe von Menschen mit Behinderungen barrierefrei sein. Und Sie als Entwickler werden dann folgende Behinderungen berücksichtigen: Blindheit und Sehbehinderung, Gehörlosigkeit und nachlassendes Hörvermögen, eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, insbesondere in den Armen und Händen, wenn man die Maus oder die Tastatur nicht mehr gut bedienen kann, bei Sprachbehinderungen und was da gemeint ist, sind Sprechbehinderungen, wenn also jemand aufgrund motorischer Einschränkungen nicht mehr deutlich oder gar nicht mehr sprechen kann. Photosensitive Epilepsie, das heißt, wenn man empfindlich ist und Anfälle bekommen kann bei bestimmten visuellen Wahrnehmungen und Kombinationen aus diesen Behinderungen. Und wenn Sie diese Richtlinien beachten, dann werden Sie zum Teil berücksichtigen folgende Behinderungen und Einschränkungen, Lernbehinderungen und kognitive Einschränkungen. Also das ist schwieriger für Menschen mit Lernbehinderungen und kognitiven Einschränkungen, Webinhalte zu gestalten. Deswegen wird hier das eingeschränkt. Es ist vorteilhaft, aber es kann nicht jedes Benutzerbedürfnis von Menschen mit diesen Behinderungen berücksichtigen. Also da müssen Sie eventuell sogar mehr tun noch und weitere Versionen, die in Zukunft erscheinen werden, von diesen Richtlinien werden vermutlich noch stärker in diese Richtung gehen. Diese Richtlinien berücksichtigen die Barrierefreiheit von Webinhalten auf Desktop-Computern, Laptops, Tablets und mobilen Geräten. Das ist auch eine Erweiterung von WCAG 2.1, dass man jetzt vor allem die Tablets und mobile Geräte besser berücksichtigt. Darüber hinaus wird das Befolgen dieser Richtlinien Ihre Webinhalte in vielen Fällen für Nutzer im Allgemeinen benutzbarer machen. Also jeder Benutzer profitiert früher oder später davon, weil zum Beispiel die Navigation einfacher wird oder weil man über eine Suchmaschine jetzt auch
nach Bildern suchen kann über den Alternativtext und so weiter. Also Barrierefreiheit ist eine gute Sache, nützt eigentlich allen Benutzern, aber sorgt insbesondere dafür, dass keine Ungleichheiten entstehen zwischen Benutzern ohne Behinderungen und solchen mit Behinderungen. Es gibt Videos für jede der Richtlinien, die in WCAG 2.1 enthalten sind. Hier nur zur Übersicht die vier Grundprinzipien. Das erste Prinzip wahrnehmbar, das zweite bedienbar, das dritte verständlich und das vierte robust oder auch kompatibel. Das war WCAG 2.1, eine Einleitung aus der Reihe REMAX Channel. WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den einzelnen WCAG 2.1 Richtlinien finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit wiederverwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.